Freunde, seid wieder begrüßt auf dem Mittelstadt-TV-Kanal. Wie ich ja schon im letzten Film angedeutet habe, geht es diesmal um Lasercut-Bausätze. Beziehungsweise um einen Lasercut-Bausatz, diesmal der Firma Modellbahn Union. Joswood hatten wir ja schon mal gehabt, beziehungsweise habe ich ja sogar in Schwafel-TV damals vorgestellt. Wie ich aus diesen Vollhäusern Reliefhäuser gebaut habe und dadurch einen ganzen Straßenzug für die Anlage oben fertigstellen konnte. Ja, wie kommen wir dazu? Zum einen hatte Modellbahn Union ein Preisausschreiben. Dort habe ich mitgemacht und war einer der Gewinner. Und des Weiteren wurde ich sowieso von einigen Kollegen angeschrieben, Kolleginnen, ob ich nochmal wieder einen Bausatz vorführen könnte, wie ich diese denn zusammenbaue etc. Ja, es geht um diesen Bausatz. Diesen habe ich gewonnen und den habe ich mir gleich direkt dazu geholt. Also selber gekauft, keine Werbung, nicht? Finanzamt. Selber alles gekauft bzw. offiziell gewonnen. Ja, es handelt sich hier um die Hinterhof-Stadthäuser, die auch nicht mehr so schön aussehen. Das ist eigentlich sehr schön, dass sie schon ein bisschen runtergekommen sind. Zumindest hier vorne auf dem Bild. Aber wir schauen da gleich mal rein. Und ihr seht hier schon mal das Gebäude, was ja normalerweise oben auf der Anlage steht. Und genau daneben sollen diese beiden Häuser hin, um so einen Wandabschluss zu erzielen. Und aber ich drehe jetzt mal die Kamera, damit ihr das gleich alles besser sehen könnt. Und dann fangen wir mal an, die Kartons von den Bausätzen aufzumachen. Genau dieses freie Stück. Da sollen die Gebäude hin. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen gedacht. Zum einen, wie gesagt, hier ist ja der Gleisanschluss, die Rampe für die Waggons. Und dieser ganze Bereich hier vor, oben auf der Anlage, soll eigentlich noch Post sein. Also der große Parkplatz, wo LKWs abgestellt werden, Fahrzeuge abgestellt werden, Kabeltrommeln gelagert werden etc. Das heißt also, ich werde hier die Gebäude ansetzen, genau hier auf der Kante, werde diesen vorderen Bereich mit Mauerteilen abtrennen. Das heißt also so, dass die Hinterhöfe auch wirklich da sind. Werde in dem großen Gebäude einen Durchlass machen, damit die LKWs hier in den Bereich reinfahren können und das Ganze wird dann nachher ungefähr, ich sag mal jetzt, so aussehen, dann natürlich die Mauern auch noch in die Richtung und hier vorne ist dann der Posthof, hier drin sind die Innenhöfe, wo die Frauen ihre Wäsche aufhängen, die Kinder spielen etc. etc. Aber wir kommen jetzt mal dazu, dass wir die Kartons aufmachen. Also ich habe schon einige Modellbahn Union Lasercut Bausätze gebaut und bin da eigentlich immer sehr mit zufrieden. Das ist zum Beispiel das Streckenhäuschen, die Signalmeisterei, das Stellwerk Oberhausen, was oben auf der Anlage steht. Steht ja wie gesagt alles oben. Und ich denke mal, dass auch dieser Bausatz wieder sehr schön zusammenzubauen ist. So, da sind die Teile. Die Bauanleitung. Erste Seite, alle Teile aufgelistet, kann man erstmal kontrollieren, ist wirklich alles da.
Ich weiß so natürlich dann auch direkt, was wohin kommt. Und ich muss sagen, ja, das ist sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist sogar noch besser als in den anderen Bausätzen. Die grafische Darstellung, wie man was zusammenbaut, ist ja wirklich spitze. So, machen wir den anderen Karton mal noch auf. Gucken da mal rein, ob das dort genauso ist. Eine Tüte, wo wieder alles drin ist. Ja, auch hier eine grafisch sehr schöne Anordnung. Gut, die Seiten sind jetzt gerade ein bisschen durcheinander, aber das ist ja nicht das Problem. Also wieder Auflistung, was hat welche Nummer, ist an welchen Laserteil und kommt nachher wohin. Ja, kann ich nur sagen, wirklich spitzenmäßig. Das ist wirklich einfach und das kann nachher eigentlich jeder zusammenbauen. Gut, ich werde jetzt das Ganze mal mir eben rausholen, weil ich brauche jetzt mal die Front. Ran. Das ist die Front von diesem Bausatz. So, alles wieder in den Karton, damit man weiß, wo was hingehört. Und nicht die Bausätze durcheinander bringen, auch wenn ich sie gleichzeitig bauen werde. Aber ein bisschen Ordnung sollte man trotzdem halten. Jetzt holen wir uns hier die Front auch mal eben raus. Das ist diese. Diese Fronten. Ich werde sie sogar schon mal eben raustrennen. Ganz wichtig, Lasercut-Bausätze grundsätzlich, habe ich nämlich jetzt noch nicht gemacht, deswegen mache ich das mal eben, mit einem frischen, scharfen Messer bearbeiten. Dann tanzt auch nichts aus und man ärgert sich nachher nicht. Weil dann ist das nämlich auch schön sauber und ratzfatz ausgetrennt. Und ich mache es immer so, dass ich leicht das Messer schräg ansetze, damit wirklich die Front nicht beschädigt wird. Ja, nur einen vergessen.
ist schon raus. Jetzt machen wir Folgendes. Also man sollte sich grundsätzlich vorher einen Gedanken machen bei solchen Bausätzen, grundsätzlich gar nicht bei Bausätzen, wo sollen sie hin auf der Anlage, was habe ich damit vor und dann ärgert man sich im Nachhinein auch nicht, wenn man sich vorher schon die richtigen Gedanken gemacht hat. Deswegen werde ich die jetzt mal eben schnell mit Tesa-Krepp zusammenheften. Ist ja nachher jetzt schnell wieder abgezogen. Um die komplette Front zu kriegen. Und so kommt nachher das Gebäude hin. Das heißt also, diese beiden Fenster werde ich ausschneiden. Da kommt die Durchfahrt hin. Und hier auf der fehlenden Seite, da kommt noch das Innenhof-Eckgebäude hin. Nur das war jetzt leider nicht mehr lieferbar. Ich hoffe, dass das noch wieder aufgelegt wird. Und ansonsten nehme ich halt eins der anderen Farben und passe das dementsprechend an. Ja, das ist schon mal die Vorbereitung und danach geht es eigentlich los, dass wir uns an den Arbeitsplatz begeben können und schauen, dass wir das Gebäude bzw. die Gebäude zusammensetzen. So, mal gucken, das dürfte der höchste LKW sein. Das heißt also, mit 4 cm komme ich hin. Wenn wir hier mal die Mitte nehmen. Das ist natürlich immer der schöne Vorteil, gerade bei Lasercut. Ich meine, ich mache es auch bei, bei den Kunststoff. Falsch. Bei den Kunststoff, dass ich da dann halt auch was anzeichne und dementsprechend umbaue. Ihr seht ja, das Gebäude ist auch wesentlich größer, als es in Wirklichkeit ist. Das hat ein ganz anderes Innenleben, damit das stabil ist. Wie ihr seht, da sind jede Menge LEDs. Auch da, also als kleiner Tipp, auch das hier wird nachher so beleuchtet, da kommen solche Kästchen rein, die gibt's in, haben wir in verschiedenen Größen, die drucken wir uns selber mit einem 3D-Drucker, LED rein und dann kriegt man nachher eine interaktive Beleuchtung und kann so dann dementsprechend bisschen belebtes Wohnen dann auch darstellen, ne? So, aber setzen wir mal hier eben den Schnitt. Oh, ich sehe gerade, das ist sogar sehr schön. Ich komme wirklich dahin. Machen wir jetzt hier 4,2. Dann habe ich wirklich zum einen die passende Höhe, habe noch genug Abstand darüber und komme auch nicht in die Bedrulle, dass ich hier in die nächste Etage reinschneide, weil da dann nämlich der Fußboden ist noch da drüber. Alles sehr schön. Daran kann man auch sehen, dass das Gebäude schon maßstäblicher ist als so manches Kunststoffgebäude.
die ja zum größten Teil wirklich immer zu klein sind. Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan von LaserCut, weil das Ganze viel realistischer nachher aussieht. Ja, dann schneiden wir das auch mal direkt auseinander wieder. Erst das andere Gebäude wieder abmachen. Wie ich auch eben schon gesehen habe, sind es sowieso, das ist nur die Vorderseite und dahinter kommt ja noch mal ein Bogen. Das ist dieser hier, um nachher Stabilität und Tiefe drauf zu kriegen. Nee, das ist falsch. Das ist er nicht, sondern da ist der stabile Bogen. Und da haben wir jetzt dann auch die Steine, die schön durch den Putz gucken. Das sieht eigentlich auch sogar sehr gut aus. Aber ich werde es trotzdem nachher farblich noch bearbeiten. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Auch Karton kann man farblich behandeln. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Man muss halt nur aufpassen. Man sollte keine zu flüssige Farbe nehmen. Und das Ganze am besten machen, wenn das Gebäude sowieso Stabilität erreicht hat. Nicht wegschmeißen, kann man immer noch gebrauchen, weil ich habe noch nicht so den Plan, was ich da auf die Seite mache. Vielleicht setze ich da sogar auch noch eine Häuserfront hin. Und da ja eine Tür ist, werde ich wahrscheinlich die Tür, die da dann sitzen würde, dadurch wieder austauschen. Deswegen nie die Sachen wegschmeißen. Irgendwann kann man sie immer gebrauchen. Jetzt werde ich das Ganze nochmal prüfen hier. Ja, das ist hoch genug. Und den Rest machen wir dann später. Mit den Innenteilen. Hier auch anschneiden. Falls ihr euch jetzt wundert, ich habe hier ein ganz weiches Holz als Platte. Das tausche ich des Öfteren mal dann aus, so alle 2-3 Jahre, wenn es mir zu sehr zerschnitten ist. Aber darauf kann man sehr schön schneiden. Aber im Grunde genommen arbeite ich selten hier. Hier mache ich eher Lötarbeiten und so weiter. Sondern drüben auf der anderen Seite und da kommt natürlich eine Steinplatte darunter. Dann würde ich sagen, ich wechsle den Arbeitsplatz, versuche dort die Kamera vernünftig auszurichten und dann geht das mal los. Ja, jetzt kommen wir wieder zu unserem Bauanleitung. Und ich schaue mal, ich soll mit der 1 anfangen. Und die 1, wie man anhand der grafischen Darstellung sieht, ist grün.
Und das ist diese Platte. Ihr seht, auch hier habe ich schon eingeschnitten. Damit das alles nachher passt. Und wir sollen als erstes die Fenster einsetzen. Auch die Fenster haben wir hier. Und wenn wir das jetzt als erstes machen, ach so, viele fragen bestimmt, welchen Kleber benutzt du? Also, entweder benutze ich den handelsüblichen Ponal, allerdings Express, oder den gut bewährten Bindan, ist auch Express. Ich habe allerdings auch natürlich von Modellbahn Union den Kleber. Allerdings für meine Verhältnisse ist dieser zu flüssig und deswegen benutze ich ihn für Lasercut-Bausätze nicht, sondern hauptsächlich nur die anderen beiden. Und wir hier schon mal jetzt unser Stück markieren, was wegkommt. So, einmal Probe legen, damit man weiß, wie viel Überhand da ist. Und dann. Falls ihr euch jetzt wundert, ich wohne nicht in Österreich, auch wenn da gerade ein österreichischer Sender läuft, falls ihr das überhaupt hört. So, die Scheiben sind drin. Jetzt gucken wir mal weiter. Der Zeit, wo die Scheiben trocknen, sollen wir nämlich das Inlay bauen.
Und damit fangen wir dann gleich mal an.